Hey ho und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Transport Fever 2 auf Lumaland. Ja, ich habe mir gedacht, die heutige Folge, die nutzen wir mal und kümmern uns nochmal ein bisschen um unsere Fernzüge. Insbesondere um die Fernbahn, habe ich mir gedacht. Und zwar, ich hätte gerne einen Schnellzug irgendwo, also einen Hochgeschwindigkeitszug, mit dem wir auch nochmal Geschwindigkeit über 200 km/h hier auf Lumaland erreichen können. Das Problem ist nur, ich weiß noch nicht, was ich da für einen Zug nehmen oder was wir da am besten für einen Zug nehmen sollen. Und deswegen schauen wir hier mal so ein bisschen ins Depot. Es wird auf jeden Fall auf einen elektrischen Triebwagen rauslaufen. So viel ist, denke ich, klar. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn da? Wie lang ist der? Der ist 210 Meter. Ich denke, es wird der kürzeste werden. Gut, der hier hat Tempo 200, aber halt, halt nur Tempo 200. Ist mir also ein bisschen zu langsam. Wie gesagt, der hier hat 210 Meter Länge. So, der hier ist zu langsam. Der hier hat 203 Meter, Tempo 240. Wie lang war der? 210, also minimal länger, aber ich finde, der sieht halt auch cooler aus. Und wenn man so die Leistung anschaut, ja, komm. Also da ist der hier unten einfach deutlich cooler. Ja, dann hier müssen wir, glaube ich, nicht schauen. ICE hat von der Länge 282 Meter. Das müssen wir uns eigentlich auch nicht anschauen. TGV Duplex 205 Meter. Wäre also auch noch im Bereich des Machbaren. Ist aber von der... Also, wobei ich da wirklich sagen muss, der Fuxing Hao, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ja, gefällt mir da deutlich besser. Von Leistungsdaten, ja, der TGV ist jetzt auch nix. Ja, und andere haben wir gar nicht mehr, den alten Shinkansen. Ja, dann wird's wohl der werden. 210 Meter Bahnsteig brauchen wir dafür. Aktuell haben wir, wenn ich das richtig sehe, 160 Meter. Das heißt, den sollten wir da eventuell nochmal ein bisschen verlängern. So, das Problem an dieser Geschichte ist, dass, die Fernzüge halten ja aktuell hier an diesem Bahnsteig und werden gekreuzt vom Güterzug und, ja, ist halt nicht ganz so praktisch, würde ich mal behaupten. Deswegen würde ich sagen, entfernen wir hier einfach mal das, dann fährt er hier ganz normal unten rum. So, das Gleis brauchen wir gerade temporär nicht und dann können wir hier vorne nochmal ein bisschen umbauen. So, jetzt kommt natürlich gerade praktischerweise eine Takatoka-Bahn rein. Ja, müssen wir halt kurz warten, bis die hier einmal durch ist. So, da kommt wenigstens ein bisschen Geld wieder rein. Das ist ganz nett. So, einmal komplett ausladen, vollladen und wieder zurückfahren, bitte. Ich möchte hier umbauen. Ah, da oben fährt unser Coradia. Unser neuer, den wir letzte Folge gekauft haben. Und ja, die Kutschen, die fahren auch noch. Früher oder später werden wir die sicherlich auch noch umtauschen. Aber ich denke, aktuell ist es jetzt auch noch nicht so wichtig. So, wieder nach hier unten. Okay, sieht gut aus. Die Undergrounds, die fahren auch. Ja, hier 147 Passagiere. Ist okay. So, und dann dürfen wir hier jetzt einmal die Doppelkreuzweiche entfernen und hier komplett umbauen. So, ah, hier vorne sieht man auch, dass ich noch ein bisschen gemalt habe. Ist aber in Ordnung. So, das Gleis brauchen wir dann aktuell auch nicht. Und hier vorne, das können wir alles nochmal umbauen. Behaupte ich jetzt. So. Vermutlich dürfen, oder müssen wir das sogar umbauen. Weil hier, wenn hier der Bahnsteig verlängert wird... Ja, also ich kann die ja mal hier hinsetzen. Kann dann auch hier von Gleisen hingehen. So. Das können wir gar nicht verlängern. Okay. Nee, dann machen wir das ein bisschen anders hier vorne. Dann setzen wir hier einmal an. Kriegen wir das hin, den hier in den Tunnel reinzukriegen? Scheint nicht so. Mit einem separaten Tunnelportal, gemeinsames Tunnelportal. Separat scheint es zu funktionieren. Aber dann steht halt auch was auf den Gleisen. Nee, das lassen wir einfach hier jetzt als Stumpfgleis, das nicht mehr genutzt wird. Ja, ist halt so.
Ja, oder alternativ können wir natürlich auch versuchen, da irgendwie nach oben zu kommen, aber ich glaube, der Versuch, nee, der scheitert auch. Ja, dann lassen wir's. So. Ich würde jetzt auch sagen, 200 Meter reichen für den 210 Meter Zug, hoffentlich. Ich möchte hier aber halt nicht nochmal 40 Meter Bahnsteig zusätzlich dranhängen. So, und wenn man dann hier versucht, das Ganze zu verbinden, dann, ja, dann wird das auch ein bisschen kritisch. Weil der Tunnel nicht tief genug ist, um da kreuzen zu können. Ach Mann! Was ist denn da jetzt das Problem? Okay, kriegen wir das eventuell von der Gegenrichtung her hin? Dass wir da das irgendwie verknüpfen können. Sieht schwierig aus. Versuchen wir es mal in zwei Abschnitten. Oh. Nee, ich möchte eigentlich hier oben ansetzen. Ist halt auch nicht immer so leicht, wie man sich das denkt. Okay. Ja, da habe ich zum Beispiel nicht den Punkt getroffen, den ich hab treffen wollen. So, jetzt hier. Das sieht doch besser aus. Tempo 80 ist in Ordnung, würde ich sagen, hier für die Bahnhofseinfahrt. Weiter vorne können wir ja, glaube ich, sowieso nicht so schnell fahren. So. Dann können wir hier, denke ich, auch nochmal eine Weiche reinziehen. Ja. Das ist auch immer eine Frage des. Sitzt er an der richtigen Stelle an oder nicht? Aber sieht auch nicht schlecht aus. So, da kriegen wir Tempo 70 hin. Hier steht sogar schon praktischerweise ein Signal. Ja, wunderbar. Gut, dann können wir mit 80 reinfahren, 70 rausfahren. Das sollte theoretisch reichen. Ja, was auch noch gut wäre, wäre hier irgendwie eine Weiche. Das Problem ist, die haben wir nicht. Oh. Das Signal wollte ich hier jetzt nicht setzen. Das steht auch mitten auf den Gleisen. Das passt da nicht so ganz hin. Nee, So. Nächster Versuch. Einmal hier nochmal eine Weiche reinzukriegen. Was kriegen wir denn da so als Tempo hin? Ja, komm. Jetzt machen wir auch so, dass wir da ein bisschen Platz haben. Tempo 72 ist in Ordnung. So, genau. Hier eben, wie gesagt, der Bahnsteig, der passt soweit. Und ja. Ah! Mir fällt was ein, wie wir das Gleis nutzen können. Wir entfernen einfach hier diesen Gleisabschnitt. So. Und dann können wir hier hingehen und ganz entspannt hier noch eine Weiche hinsetzen. So. Und dann theoretisch auch noch hier mit dem zweiten Gleis, aber ja, auch nochmal so einen Flankenschutz, aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Okay. Nee, aber ist ja ganz nett. So, dann haben wir hier nämlich auch den Bahnsteig wieder und dann könnten wir theoretisch auch hingehen und sagen, hey, die Güterzüge dürfen hier die Tubes überholen. Das heißt, wir sagen hier Terminals von der Neulummerländer Bahn. Ja, dass der hier doch bitte Terminal 5 halten soll. Ja, und dann, genau, können hier die Güterzüge überholen, wenn sie möchten. Und altern, genau. Falls es sich halt gerade anbietet, ja, das ist ja auch immer so eine Voraussetzung, die gegeben sein muss, damit das Ganze funktioniert. Ja gut, so wichtig ist die Überholung, denke ich nicht mal, weil die Güterzüge zweigen sowieso hier ab. Nur noch mal, um mir die Linien anzuschauen. Okay, der Güterzug fährt aktuell noch dort rum. Wir haben ja aktuell eh nur einen Güterzug, wenn ich das richtig weiß. Moment. So, wo haben wir einen Güterzug Lummerland? Nee, nicht Neulummerländer Bahn. Hier, GZ Lummerland. Ja, das ist nur ein Zug. Das heißt, wir könnten sogar so frech sein und sagen, hey, die Güterzüge, die fahren einfach hier seitlich drauf. Also wir bauen hier die Weiche wieder, die wir ja schon mal für den Zeitraum von einer Folge gebaut haben und dann wieder abgebaut. Und die reaktivieren wir jetzt wieder. So mehr oder weniger. Ja, so ungefähr. So, setzen dann hier nochmal ein Signal hin und dann kann der Güterzug theoretisch. Okay, praktisch macht er das leider nicht. Vielleicht, weil da ein paar Signale im Weg stehen. Die können wir natürlich auch noch abreißen. Also de facto das Signal. Das Signal. Ja, das ist schön. Man kann hier einfach auf diese Bode draufklicken und dann entfernt er die.
So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube hier hinten, das muss noch weg. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ja, dann nutzt er das in beide Richtungen. Okay, dann haben wir die Strecke hier stillgelegt, brauchen wir aber eigentlich eh nicht mehr, weil wir haben ja den Tunnel durch den Berg durch. Der ist halt einfach deutlich direkter. Okay, zurück zu unserem Projekt Schnellzug. Wir haben hier eine Weiche, das ist schön. Ja, hier halten die beiden Bergbahnen auf dem Gleis. Können wir die irgendwie ein bisschen damit beschleunigen? Glaube nicht. Eigentlich wäre es ja praktisch, wenn man da noch irgendwie eine... Oder wenn man da halt eine direkte Weiche hätte. Die kriegen wir aber, glaube ich, auch nicht eingebaut, oder? Ah, nee, scheint nicht so. Schade. Das wäre nämlich auch nochmal irgendwie schön. Wenn das irgendwie gegangen wäre. Dass man da hätte länger zweigleisig fahren können und auch hier nicht so eine komische Weiche gehabt hätte. Ah, okay. Achso, theoretisch hätten wir natürlich hier die orangene Bergbahn nehmen können und ja, da den halt am Strand entfernen, wobei der macht halt schon irgendwo Sinn. Ja, würde ich einfach so lassen, wie es ist. Ja, und da nichts groß dran rumfuschen. Okay. So, aber wir haben jetzt hier den Bahnhof, das ist schon mal gut. Jetzt ist nur die Frage, welche Bahnhöfe müssen wir da unter Umständen ausbauen? Hier hält ja... Achso, ja, genau, hier unten. An dem Fernbahnhof, dort hält halt die Fernbahn. Das heißt, hier müssten wir eigentlich den Bahnhof verlängern. Jetzt ist die Frage, machen wir das zulasten von der Brücke hier oder machen wir das... Ja, hier am Kurvenradius möchte ich eigentlich nichts machen. Ja, der hat allgemein schon nur Tempo 185, wobei die Brücke hat ja auch nur 180. Wäre also nicht so schlimm. Ich würde aber trotzdem sagen, wir gehen die Brücke hier hinten an, weil ja, ansonsten wird der Radius hier halt echt ein bisschen eng. So, dann muss hier... Ah, Brückenpfeilerkollision. Oh, das ist natürlich kritisch. Müssen wir da jetzt die gesamte Brücke abreißen? Oder zumindest... Bis hier hinten. Scheint ja fast so. Ja, klasse. Dann steht da noch eine Brücke ins Nichts. Sehr praktisch. So, konfigurieren. So, und da können wir jetzt hier... Fast. Fast. Okay, Plattform. So, wenn wir jetzt hier Bahnsteige hinsetzen, dann können wir hier doch hoffentlich ein paar Gleise hin, oder? Nee, warum nicht? Hey, was macht das hier bitte für einen Sinn? Ist ja komplett lost. Okay. Würde ich sagen, reißen wir hier einfach mal ab. Ach. Okay, da sind einfach noch so kleine Schienenstücke. Ja, kein Wunder, geht da nichts hin. Ja gut, konfigurieren wir weiter. Dann kommen hier wieder Gleise rein. So. Dann die Bahnhofshalle. Können wir auch noch mal ein bisschen verlängern hier. So. Das sieht dann auch ganz nett aus. Und ja, passt dann soweit, denke ich. So, jetzt muss man nur noch hier hinten den Anschluss wieder hinkriegen. Und ja, wenn ich mir das anschaue, das ist auch ein bisschen steil hier mit dem Bahnsteig da abwärts, aber okay. So, hier hätte ich jetzt natürlich auch gerne diese Brücke hier. Tempo 180, das sieht gut aus. Das sieht so aus, wie wenn das genau das macht, was ich gerne hätte. So. Ja, sehr schick. Dann haben wir hier wieder eine Brücke, zugegebenermaßen mit einem Pfeiler weniger, aber hey, es ist in Ordnung. Ja, dafür haben wir hier einen längeren Bahnsteig. So, und dann, last but not least, wir halten ja auch nochmal hier hinten in Hofen. Und wenn ich mir hier den Bahnsteig anschaue, dann sehe ich, ich glaube, das sind, sind das nur 160 Meter? Bahnsteig hier. Warte, konfigurieren. Ja. 40, 80, 160. Ja, da braucht man natürlich auch nochmal einen längeren Bahnsteig. Das würde dann aber natürlich heißen, dass wir hier die Bahnhofseinfahrt nochmal neu machen müssten. Wobei wir da gerade sowieso nur 120 fahren können. Das ist auch nicht so cool. Also, gehen wir auch das Projekt mal kurz an. Ja. Einfach hier mal alles abreißen.
was uns in der Bahnhofseinfahrt stört. So. Und ich denke mal, dass wir das wirklich bis hier hinten dürfen, damit wir da die Kurve mit einem gescheiten Radius hinkriegen. So. Dann können wir hier konfigurieren. Wir brauchen auf jeden Fall einen längeren Bahnsteig. Das ist klar. Ja. So. Dann Plattform. Ja, ich denke, da können wir allgemein hier mal ein bisschen modernisieren. Ja, das war hier im Umstieg zur Regiobahn nochmal irgendwie was Modernes haben. So, dann Verschiedenes. Ja, da können wir auch nochmal ein schickes Dach drauf setzen. Wir können hier den Güterbahnsteig auch noch ein bisschen verlängern. Und ja, dann sieht es doch schick aus. So. Und dann müssen wir hier nur noch an unseren Damm ein bisschen anpassen, also ein bisschen stark. So, Werkzeuggröße sollte passen. So. Dann ist das Ziel, dass wir hier vorne irgendwie in einem Rutsch um die Kurve kommen. Ist jetzt die Frage, was für einen Radius braucht man da, um eine vernünftige Geschwindigkeit fahren zu können. Aber das können wir ja gleich mal testen. So. Wir fangen an. Ein Gleis für den Hochgeschwindigkeitszug. Ja, Tempo 175. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist natürlich nicht so gut, aber ist auf jeden Fall deutlich besser wie die 120, die wir aktuell haben. So. Ja, heißt aber natürlich auch, wir müssen hier wieder die gesamte Strecke umbauen. So. Ich würde auch sagen, die bauen wir wirklich bis komplett hier vorne um. So. Dann brauchen wir hier nochmal ein bisschen Platz. Eventuell müssen wir auch nochmal ein Schienensegment abreißen, aber das sollte auch nicht das Problem sein. So. Und wenn ich das anschaue, ja, das hat Tempo 300. Das ist sehr schön. Okay. Also, das Problem wäre schon mal gelöst. Dann ist jetzt die Frage, wollen wir dem Güterzug hier sein eigenes Gleis geben? Also parallel zur Fernstrecke. Das fände ich eigentlich sehr nett. Dann brauchen wir halt ein Überwerfungsbauwerk, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Ja. Nehmen wir einfach hier die Strecke. Schauen, dass wir auf den Damm kommen oder halt auf die Brücke. So, da können wir, ja, nehmen wir eine Stahlbrücke. Einfach mal was anderes. So, dann irgendwie hier rüber. So, da müssen wir, glaube ich, auch nicht mal mehr so weit nach oben. Das sollte, ja, sagen wir mal so viel. Dann können wir da drüben wieder komplett nach unten. Oder zumindest versuchen, wieder nach unten zu kommen. So. Okay, wir bauen auf jeden Fall die Strecke hier gut aus. So viel ist schon mal klar, aber was anderes hat, glaube ich, auch niemand erwartet, dass wir das machen. Okay, so. Hier, ja, die Brücke ist vielleicht nicht ganz so schön in dem Abschnitt. Kriegen wir das schöner hin? Vielleicht mit einem Damm oder so. Sagen wir Damm, ja, so, Damm ist schöner, definitiv. In diesem Abschnitt. Ja, dann steht da keine Brücke auf dem anderen Gleisraum. Okay. So, dann haben wir hier ein Güterzuggleis. Wir haben ein zweites Fernzuggleis. Das können wir irgendwo hier in dem Bereich, denke ich mal, einmünden lassen. Nee, das sollten wir vor der Kurve machen. Ansonsten sind wir, oder haben wir nicht mehr die Geschwindigkeit, die ich gerne hätte. So, nämlich Tempo 300, beziehungsweise dann in der Kurve diese 180. So, hier dann ein letztes Signal hin, ein erstes Signal hin. Auf der Güterstrecke gibt es in dem Fall keine Signale. Und ja, genau, die Güterstrecke, die müssen wir jetzt natürlich auch noch... Ah, nee, die ist schon verknüpft. Aber wir brauchen eine neue Regio-Strecke. So, und da werden wir, denke ich, auch nochmal den Damm an der einen oder anderen Stelle etwas verbreitern müssen.
Ja, damit wir da gescheit durchkommen. Im vierten Gleis. So, einmal bis hier vorne. Ich hoffe mal, dass er nimmt jetzt alles mit. So, genau. Und hier erweitert sich's dann. Da können wir dann auch wieder umbauen. Ja, also praktisch hier. So. Dann sagen wir dann hier dem Gütergleis, dass es auch wirklich Gütergleis ist. Und das Regiogleis, das ist hier dann das vierte Gleis, das haben wir da dann schon. So, das passt auch soweit. So, das Ganze dann bis hier hinten. Dort können wir es anschließen. Sehr schick. Dann ist mir gerade was aufgefallen, und zwar hier die Kurve. Die würde ich eigentlich gerne ein bisschen glätten. Weil Tempo 200 ist mir da zu wenig. Die können da deutlich schneller fahren oder könnten deutlich schneller fahren. Wenn sie es denn könnten. So. So, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein bisschen den Radius raus. So, das Ganze natürlich auch bis hier drüben. So, ich denke, ich habe so grob das erwischt, was wir brauchen. Oder neu bauen müssen. So, dann einmal nach hier vorne. Oh, da habe ich, glaube ich, gerade etwas zu tief angesetzt. So. Wenn wir dann so um die Kurve fahren, dann sollten wir da zumindest mehr wie 200 hinkriegen. Von der Geschwindigkeit. So, probieren wir es einfach mal mit dem ersten Gleis. 237. Das ist zu wenig. Kürzen. Also, Moment. Ja, da vorne ist Tempo 300. Das soll auch so sein. Nächster Ansatz. Ach, da ist eine Weiche, deswegen kann ich es nicht verbinden. Muss ich so rum machen. 261. Besser, aber wir kriegen die 300. Oder zumindest etwas, was noch näher an 300 ist. Ja, hier die Weiche stört halt, ne? 276. Ja, muss reichen. 276 muss reichen. Dann fährt er halt nicht ganz so schnell. Hier unser künftiger Shinkansen. Ich meine, noch haben wir ihn eh nicht. Ich habe auch vorher nicht auf den Preis geachtet, schlauerweise. So, dann hier irgendwo in dem Bereich nochmal Signale. So. Okay, und ach so. Die Güterzüge haben natürlich auch kein Ausweichgleis hier gerade. Das ist auch nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Weil wir haben ja zwei Güterzüge. Ich dachte, naja, die könnte ich ja eingleisig hier fahren lassen, aber das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Eventuell bauen wir da dann halt einfach auch nochmal hier so ein Überleitgleis. So. Dann können wir hier hingehen, den Bahnhof nochmal ein bisschen konfigurieren, indem wir da auch nochmal das Gütergleis oder halt hier das letzte Gleis verlängern. So. Und dann hier vorne wieder anschließen. Okay. So ungefähr. Beziehungsweise theoretisch könnte man das auch so anschließen, dass wir da dann ins Überwerfungsbauwerk gehen. Habe ich gerade natürlich auch nicht dran gedacht. Das wäre, denke ich, die schlauere Lösung. So, dann können wir hier theoretisch mal ein Signal hinsetzen. Das Signal hier brauchen wir nicht. Für den Güterzug, wobei, ah doch, doch, Schaden tut es zumindest nicht, weil hinten ist ja kein anderes Signal mehr. Also da kann kein anderer reinfahren. Dann, wie machen wir das jetzt? Ich konfiguriere hier mal noch mehr. So, wir bauen hier nämlich nochmal ein neues Personengleis. So. Jetzt wird's sportlich. So, die müssen hier jetzt leider mit ja, 73 aufs äußere Gleis fahren in Zukunft. Geht nicht anders.
So, wir fahren hier mit unserem Güterzug schön nach oben. Ja, auf eine Brücke drauf. Ja, dann nehmen wir in dem Fall eine Betonbrücke. Das ist ein bisschen netter, glaube ich. So, kreuzen dann einmal hier irgendwie. Dann kriegen wir das hin. Ja, so ungefähr. Tempo 124 ist auch in Ordnung. Also, wie gesagt, das ist ein Überwerfungsbauwerk für einen Güterzug. Da müssen wir jetzt nicht Rekordgeschwindigkeiten aufstellen. Und hier, ja. Nee, vernünftig verknüpft kriegt man es nicht. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen erweitern. Hier will er jetzt nicht ganz. Eventuell sollte ich da die Größe mal ein bisschen runterstellen. Ja, und dann können wir hier nochmal so ein bisschen verbreitern. Hier nochmal das Element abreißen. So, dann einmal hier die Strecke bis nach unten bauen. So, und dann können wir hier nochmal mit dem Güterzuggleis so ein bisschen entlang gehen. So lange, wie es halt geht. Ja, weil ich meine, überall, wo ein Güterzuggleis liegt, wird kein Fernzug bindend. So. Dann, hier darf der Güterzug hin. Ja, der bekommt hier auch seine eigenen Signale. Kann dann hier rüberfahren, bekommt hier vom Bahnhof nochmal ein Signal. Ja, bis er dann halt wirklich da rausfahren darf. So. Problem ist, er nutzt das Gleis noch nicht. Warum nutzt er das nicht? Wie kommt er denn... Ach so. Ach, der hat hier die Weiche. Ja, gut. Dann können wir die halt auch noch ausnehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Der soll gefälligst hier vorne im eingleisigen Betrieb fahren. So, und jetzt macht er auch das, was ich gerne hätte. Genau, er nutzt das Überwerfungsbauwerk und hat hier dann sein eigenes Gleis. Auf dem hinteren Abschnitt. Okay. So, damit wäre hier ausgebaut. Wir haben hier einen schönen neuen längeren Bahnsteig. Ja, und dann können wir... Wo ist noch ein Problem? Zug 17. Zug 17 ist hier unsere Hofenbahn. Hahaha. Ja, der kann natürlich nicht nach Hofen fahren, von dort, wo er gerade ist. Er steht hier vorne. Ja, fahr mal nach Tökertukerland Ost. So, und hier Terminals. Ja, Terminal 1 bitte, ja. Einfach, damit hier die Güterzüge möglichst zu keinem Zeitpunkt behindert werden. Und ja, ist doch ganz nett. So, hier vorne, da haben sie auch mittlerweile immer mehr Leute, die sich hier ihr Haus hinstellen. Können wir theoretisch auch noch kurz hingehen, Straße ein bisschen verlängern und dann sollten wir uns wirklich mal um unseren Fernzug noch vollends kümmern. So, Moment, wir gehen auch hier hin. Erweitern hier noch ein bisschen das Land. So. Dann gibt es hier noch eine Straße und dann können da nochmal 3-4 Leute mehr hinziehen. So. Sehr schön. Genau. So, und dann... Achso, haha. Achso, nee, ich brauche ja gar kein Zugdepot. Ich muss einfach nur hier hingehen, in die Fahrzeugübersicht. Dann hier die Fernbahn auswählen. So, wo haben wir sie? G, genau. Fernbahn, da haben wir den Zug. Und den Zug, den würde ich gerne ersetzen durch den Zug. Kostet 74 Millionen, haben wir nicht. Ja, gut. Haben wir so schön umgebaut, müssen wir weiter sparen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sparen wir mal ein bisschen und tauschen den Fernzug dann in der nächsten Folge um. Ich hoffe, die hier hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch allen viel Spaß. Und ciao.